Ein Oktobermorgen an der Ostsee. Ein Angler stürzt bei laufendem Motor seines Boots im Greifswalder Bodden ins Wasser. Das Boot entschwindet. Der Angler liegt im kalten Wasser. Zum Glück trägt er eine Rettungsweste. Eine Spaziergängerin nimmt den Vorfall wahr. Über den von ihr gewählten Notruf wird die Seenotleitung, die Leitstelle der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, kurz DGZRS, in Bremen alarmiert. So oder ähnlich könnte der Einsatz für ein innovatives System für die Seenotretter ausgelöst werden, welches im Rahmen des Forschungsprojekts LARUS über 3 Jahre intensiv von 9 Partnern aus Industrie und Wissenschaft gemeinsam mit den Seenotrettern erforscht wurde. Bei dem Projekt geht es darum, ein unbemanntes Luftfahrtsystem oder auch Drohne so weit zu ertüchtigen, dass es halt für die harten Bedingungen in der Seenotrettung geeignet ist. Ja, das LARUS-Projekt adressiert verschiedene technologische Innovationen. Zum einen geht es um ein sehr robustes Fluggerät, was in der sehr anspruchsvollen Umgebung der Seefahrt eingesetzt werden soll. Gleichzeitig geht es auch um innovative Sensorik. Es geht um Kommunikationswege und Kommunikationssysteme. Und insofern gehen wir hier in verschiedenen Richtungen ganz neue Wege. An diesem kalten Oktobertag ist der Sturz ins Wasser zum Glück nur Teil einer groß angelegten Seenotrettungsübung, in deren Verlauf der Seenotrettungskreuzer Berthold Beitz durch das neuartige LARUS-System Unterstützung aus der Luft erhält. Es gab große Entwicklungen im Bereich unbemannter Luftfahrtsysteme. An der Stelle könnte eine Drohne wirklich einen Mehrwert bringen und einen einsatztaktischen Vorteil auch. Vor der eigentlichen Übung werden die Ergebnisse der Forschung in einem Workshop vorgestellt. Zum Beispiel die Böenlastminderung zur Erhöhung der Robustheit des Fluggerätes bei Starkwind oder auch ein Abstandsradar. Eine Schlüsselkomponente des geplanten Gesamtsystems ist ein optischer Sensor, der mit Laserbeleuchtung und künstlicher Intelligenz Schiffbrüchige viel besser als mit bloßem Auge erkennen hilft. Berichtet wird auch von der umfangreichen mehrmonatigen Validierungsphase mit zahlreichen Flugexperimenten, in denen das LARUS-System in über 1200 Flugkilometern seine Robustheit unter Beweis stellen konnte. Wir können natürlich auch in Bereichen operieren in der Luft, wo man sich vom Wasser her vielleicht nicht so bewegen kann, dass wir da einfach wirkungsvoll unterstützen können, Leuten möglichst schnell aus der See zu retten. Die Sicherheit des Flugbetriebs wurde dabei auch außerhalb des Sichtbereichs dadurch ermöglicht, dass die lückenlose Überwachung der Flugbewegung durch eine kontinuierliche kommunikationstechnische Vernetzung des Flugsystems realisiert wurde. Möglich wurden die Forschungsarbeiten dank der Förderung des Projekts durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also das Projekt wurde im Rahmen der Bekanntmachung innovative Rettungssysteme eingereicht und ist im Begutachtungsprozess als einer der besten hervorgegangen und wurde entsprechend gefördert. Doch wie geht es übungsweise mit der ins Wasser gestürzten Person weiter? Nach Auslösung des Alarms rückt der auf der Greifswalder Eu stationierte Seenotrettungskreuzer Berthold Beitz zur Suche nach der vermissten Person aus. Parallel hat die Seenotleitung Bremen die Unterstützung durch das LARUS-System angefordert. Wir haben gerade einen Anruf von der Rettungsleitstelle erhalten, dass ein Radfahrer eine sinkende Person auf einem Motorboot gesichtet hat. Die LARUS-Drohne bitte seeseitig Uferbereich absuchen nach dem Motorboot und der Person. Und bei einer Sichtung bitten wir um sofortige Rückmeldung. Das LARUS-Team bereitet in wenigen Minuten das Flugsystem und die Bodenstation, ein mit speziellen Kommunikationssystemen ausgestattetes Fahrzeug, vor. Der Übungsverlauf ist dabei nicht nur vor Ort zu beobachten, sondern wird in einer für Forschungsprojekte bisher wenig eingesetzten Form über einen Livestream des Lagebilds für interessierte Anwender in ganz Deutschland verfügbar gemacht. Sie sind interaktiv mit eingebunden und können dem Projektteam auch live Fragen stellen.
Drohne ist jetzt in der Luft und wir fliegen ins Suchgebiet. Das LAROS-System liefert während des Flugs kontinuierlich Daten, sowohl zum technischen Zustand des Flugsystems, den sogenannten Telemetriedaten, aber auch und vor allem aus rettungsfachlicher Sicht bedeutsame Sensordaten, wie beispielsweise einen kontinuierlichen HD-Videostream sowie besonders hochauflösende Luftbilder zur Suche nach der vermissten Person. Damit dies möglich wird, ist das Fluggerät mehrfach per Funk vernetzt, unter anderem durch eine im Projekt entwickelte sogenannte Multilink-Technik, die es erlaubt, öffentliche Mobilfunknetze mit einem für LAROS spezifisch betriebenen LTE-Netz zu verknüpfen. Ja, Berthold Beitz, LAROS hört, wir haben eine Position für euch. Während des Fluges wird automatisch die beste Verbindung genutzt, sodass auch in großen Distanzen eine fast unterbrechungsfreie Videoübertragung möglich ist. Ja, da werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Um die Suche aus der Luft effizient zu unterstützen, ist es für die Seenotretter möglich, standardisierte Suchmuster vorzugeben, die das LAROS-System automatisiert abfliegt, wie zum Beispiel die in der Übung angeforderte Sektorensuche. So ist es besser möglich, die vermisste Person auch bei einem durch Strömungen verursachten Abdriften aufzufinden. Die Suche nach vermissten Personen ist aber nicht nur mit optischen Sensoren möglich. Das LAROS-Flugsystem ist auch in der Lage, ein von entsprechend ausgerüsteten Rettungswesten gesendetes Funksignal aufzufangen und so die Reichweite dieser Signale dramatisch zu erhöhen. Somit wird der Rettungskreuzer viel schneller zur verunfallten Person geführt. Mit der Rettung der verunfallten Person haben die Seenotretter, wie auch das LAROS-Team, die Übung mit Erfolg absolviert. Das LAROS-Flugsystem kehrt sicher zum Startpunkt zurück. Die Rettungsmission wurde sehr erfolgreich durchgeführt und insofern war das insgesamt eine sehr runde Sache und wir sind zufrieden mit dem Ergebnis. Doch wie geht es mit dem Projekt weiter? Nach der erfolgreichen Validierung sind noch große Anstrengungen notwendig, um das System in einen dauerhaften Betrieb zu überführen. Auch sind über die Seenotrettung hinaus vielfältige weitere Anwendungen im Bereich der zivilen Sicherheit möglich. So zum Beispiel zur Unterstützung der Einsatzkräfte bei Flutkatastrophen oder auch zur spezifischen Erfassung von Umweltdaten. Die Mission ist klar. Das LAROS-System soll eines Tages an Nord- und Ostsee und darüber hinaus Leben retten.